Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 27. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Waage. Mond hat eine zunehmende Mondphase und befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Mond bekommt einen Einfluss von den südlichen und von den nördlichen Aselius. Es sind Stammbilder. Und dazu gibt eine Geschichte, weil diese Aselius sind die Esel. Und die Geschichte dazu ist, es gab hier auf der Erde einen Kampf. Ein Kampf zwischen dem Götter und zwischen den Titanen. Die Titanen sind die Riesen. Der Kampf führte von der Seite der Götter Vulcanus, der Gott der Feuer, die Schmiedekunst, der Gott der Waffenherstellung. Und das hat nicht gut ausgeschaut für die Götter. Also hat das so angeschaut, wenn die Titanen diesen Kampf gewinnen. Bis dann kamen die Esel. Und die Esel haben angefangen geschrien. Und die Titanen haben diesen Ton noch nie gehört. Und sie haben so Angst bekommen, dass sie davongelaufen sind. Und so haben die Kampf die Götter gewonnen, dank für die beiden Esel. Und diese Esel sind dann im Himmel gesetzt. Und das sind die südlichen Aselius und die nördlichen Aselius. Und das bedeutet für uns, für unseren heutigen Tag, wenn das angebracht ist, dann können wir auch mal schreien, mal etwas lauter werden, damit wir wahrgenommen werden. Manchmal braucht man das auch, sich durchsetzen im Leben. Nicht nur die beiden Esel beeinflussen die heutigen Tag, sondern auch Al-Kenubi. Und diesem Stern, Al-Kenubi, befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist die Kopf der Löwen. Und das bedeutet, über etwas Gedanken zu machen. Und worüber sollen wir Gedanken machen? Das ist die Karma. Ja, das wirkt heute, weil die Mond erreicht genau die aufsteigende Mondknoten. Dieser aufsteigende Mondknoten ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel, wenn die Mondumlaufbahn die Ekliptik kreuzt. Einmal von südlich nach nördlich überquert, das ist die aufsteigende Mondknoten, und einmal, wenn von Norden nach Süden überquert die Mondumlaufbahn die Ekliptik. Und das sind diese beiden Schnittpunkte im Himmel. Und das hat mit unserem Karma etwas zu tun, aber auch mit der Finsternis, weil wenn hier die Vollmond ist, dann ist es auch ein Finsternis. Die absteigende Mondknoten zeigt an unserem alten Karma. Und es befindet sich gerade in Tierkreiszeichen Wassermann. Und die neue karmische Lernaufgabe, was uns noch fehlt, was wir erlernen, weil wir da Erkenntnisse gewinnen, das zeigt gerade die Tierkreiszeichen Löwe. Und genau in diesem karmischen Punkt befindet sich die heutige Mondbewegung. Und nicht nur das, sondern Saturn beeinflusst das auch. Das heißt, Saturn bestrahlt das alles von Tierkreiszeichen Steinbock aus. Und Saturn ist nun mal der Planet der Karma, also das verstärkt auch unsere karmische Lernaufgabe. Wie können wir das vorstellen? Unsere christliche Religion ist es ein bisschen fremd, diese Glauben zu haben, dass wir ein früheres Leben haben. Aber es gibt auch Religionen, die das auch glauben. Astrologisch gesehen, das ist im Horoskop beschrieben, die Karma. Und es würde heißen, dass unsere Seele
unsterblich ist und nach dem Tod lebt weiter. Was bleibt auf die Erde, unserem Körper, die Materie, aber die Seele lebt weiter. Und wir haben auch dieses Bewusstsein, auch die Gefühle. Und das ist unsterblich. Und wir kommen immer wieder auf die Erde und machen wir hier unsere Erfahrungen, bis mal eine Lösung da ist und befreien wir uns von diesem Karma. Und wenn das so ist, dann haben wir Vergangenheit, einen früheren Leben. Vielleicht nicht nur einmal, sondern öfters. Und das sind die alten karmischen Lernaufgaben. Aber weil wir noch nicht befreit sind von diesem Karma, sind auch Lernaufgaben. Oder ein Bereich, wo wir uns noch nicht auskennen, wo wir neue Erkenntnisse gewinnen. Und genau das zeigt heute die Mond, auch diese Mondknoten in Tierkreiszeichen Löwe. Und was symbolisiert die Tierkreiszeichen Löwe? Unserem Selbst. Unserem Selbstbewusstsein. Astromedizinisch ist es unserem Herz, weil der Tierkreiszeichen Löwe herrscht über unserem Herz. Und was ist in unserem Herzen geschrieben? Natürlich die Herzensangelegenheiten. Alles, was wir lieben. Die Liebe Partnerschaft, Liebe zu Eltern, zu Kindern, zu Natur, zu den Tieren, zu Pflanzen oder zu Kunst oder Reisen oder ein Hobby oder die Berufung. Und das ist wichtig in solchen Momenten, damit Bewusstsein, was fehlt uns, was macht uns glücklich. Weil alles, was uns glücklich macht, befreit uns auch. Dann haben wir ein glückliches Leben. Und es ist sehr wichtig, weil das Leben ist so schnell vorbei und wir werden dann älter und denken wir zurück und dann sagen wir zu uns selbst, ihr habt doch gar nicht gelebt. Und das ist bitter, das ist hart. Also fangen wir an jetzt zum Leben. Und wie gestalten wir das schön, wenn wir den Tag gestalten? Und von dem Tag brauchen wir auch keine Angst zu haben. Und so befreien wir auch von unseren Ängsten. Aber denken wir jetzt auch an unserem Karma, weil das ist gerade die Thema, karmischen Lernaufgaben. Und etwas neu, zu neuen Erkenntnissen kommen, das ist die heutige Thema. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf. Im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Waage in Westhorizont unter. Für die Wiedergeborenen bedeutet das, etwas ins Licht zu bringen. Entweder sich selbst im Mittelpunkt stellen oder ein Werk präsentieren oder das Licht bedeutet auch die Wahrheit erfahren. Und das ist der Pfad gerade die Wiedergeborenen. Weil hier bewegt sich auch Merkur und auch Venus, dann kommen andere Themen auch dazu. Wichtige Gespräche. Merkur ist gerade rückläufig. Das bremst etwas, bremst die Handlungen. Aber diese Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Kann auch Karma bedeuten, alten karmischen Erinnerungen. Und bei Merkur geht um Kontakte, das heißt Begegnungen, karmische Begegnungen sind auch möglich. Und weil Venus auch hier bewegt, dann kann das auch die liebe Partnerschaft bedeuten, karmischen Begegnungen. Umbrüche, Veränderungen kommen auch, weil Uranus bewegt sich auch in Tierkreiszeichen wieder und sorgt für Veränderungen. Venus nähert sich auch zum Uranus. Das wird dann 29. März exakt sein. Veränderungen, Umbrüche in die liebe Partnerschaft, unerwartete Ereignisse. Also das sind die Thematik bei den Wiedergeborenen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch ein Aufstieg. Und sie haben auch dieses Bedürfnis, etwas präsentieren, sich in den Mittelpunkt zu stehen, wahrgenommen werden. Und sie sind auch von etwas begeistert. Aber die Mut fehlt. Die Mut fehlt, das Umsetzen in Realität. Und genau diese Zweifel sollen die Stiergeborenen überwinden.
Vielleicht ist heute nicht der richtige Augenblick, etwas zu beginnen. Lieber warten, bis Mond in Tierkreis zeichnen Jungfrau ist, weil dann kommt der Erfolg und dann bekommen die Stiergeborenen auch diese Anerkennung. Also ein bisschen Geduld noch, aber in den kommenden Tagen kommt die Ergebnis und dann kommt das Impfen, kommt die Sicherheit und Stabilität. Die Tierkreis zeichnen Zwillingsgeborenen begeistert etwas. Und es kann auch die liebe Partnerschaft sein. Kleinere Veränderungen werden kommen. Hier ist auch wichtig, all das, was die Zwillingsgeborenen gerade begeistert, das auch starten, etwas Neues zu beginnen. Und die Zwillingsgeborenen bekommen auch Klarheit, Orientierung oder erfahren die Wahrheit. Ein Besuch vom Verwandten ist möglich oder eine kleine Reise ist möglich. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, verspüren diese Wärme, die Begeisterung. Aber es gibt noch Hindernisse da, besonders was die liebe Partnerschaft betrifft oder die Gespräche. Da lieber die Gespräche jetzt meiden, weil es ist sehr schwierig momentan für die Krebsgeborenen, andere zu überzeugen. Das kann auch bedeuten, dass die Krebsgeborenen warten auf ein Nachricht oder warten auf einen Termin und es kommt noch nicht. Da sind gerade die Einschränkungen. Aber andererseits gibt es etwas, was die Krebsgeborenen zurzeit auch begeistert und das sind Neuigkeiten. Und die haben auch diesen Mut, das bewältigen, aber sie brauchen die inneren Kraft. Und wo liegt die inneren Kraft? In Ruhe liegt die Kraft. Und das brauchen gerade die Krebsgeborenen. Die Tierkreis zeichnen Löwengeborenen, haben karmischen Thema. Hier aktiviert alles Mond und Mondknoten und kommt die Saturn-Einfluss dazu. Der Planet, der Schicksal, der Planet, der Karma, der große Lehrmeister. Was sollen die Löwengeborenen lernen? Das genau anschauen. Wo liegt die Lernaufgabe? Viele Löwengeborenen suchen ihren wahren Berufung. Anderen Löwengeborenen öffnet sich die Augen und erkennen etwas in die liebe Partnerschaft. Entweder erkennen sie, wie wichtig das ist und möchten sie das befestigen, oder die erkennen, das ist nichts, dann ist lieber davon verabschieden. Und hier gibt's auf jeden Fall Lernaufgabe und der Bereich, wo sie das erleben, ist die berufliche Situation, aber kann auch die liebe Partnerschaft sein. Ich könnte sagen, in allen Lebensbereichen. Die Tierkreis zeichnen Jungfrau geboren, brauchen Stabilität im Arbeitsplatz. Oder sie suchen ihre Berufung. Also die Thema ist wichtig, die berufliche Situation. Die Berufung ist jetzt gerade sehr wichtig bei der Jungfrau geboren. Es kann sein, dass nicht so läuft, wie sie das wünschen, dass da Hindernisse sind oder Missverständnisse oder noch kein Termin kommt. Aber wichtig ist für die Jungfrau geborenen, dass sie nicht zweifeln und nicht aufgeben. Die Tierkreis zeichnen Wagengeborenen, zeigt etwas das Leben. Was zeigt das für die Wagengeborenen? Dass sie ihren Liebesleben in Ordnung bringen. Wenn sie eine bestehende Partnerschaft leben, sollen sie dafür sorgen, dass Harmonie da ist. Also auf anderen zuzugehen, die Gespräche suchen, die Versöhnung oder etwas klären oder Gefühle zeigen, weil so kommt das in Harmonie, aber nicht aufopfern. Und die, wo alleine sind, haben gerade die Möglichkeiten, Chancen, jemand kennenzulernen. Und das ist in vertrauter Umgebung. Die Tierkreis zeichnen Skorpiongeborenen. Ist wichtig gerade die Gerechtigkeit oder eine rechtliche Lage. Es sind noch Unklarheiten da und da möchten die Skorpiongeborenen etwas verbessern. Also sie vertreten gerade die Gerechtigkeit. Die Liebepartnerschaft ist auch wichtig bei den Skorpiongeborenen und da kommen auch Veränderungen. Aber wichtig ist hier nicht daran zweifeln.
Heute ist eine gewisse Spannung da, was die Gefühle betrifft. Aber in den kommenden Tagen kommt wieder die Ruhe, kommt die Stabilität und kommt auch die Bestätigung. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben gerade Glück. Glück, etwas zu verbessern, etwas verändern, Gespräche führen. Vielleicht kehrt jemand von Vergangenheit zurück und diese Treffen, diese Gespräche sind sehr wichtig. Dann beruflichen Erfolg, sie haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft und viele Schützengeborenen haben einen Bezug zum Ausland. Entweder weil sie gehen auf die Reise oder buchen sie eine Reise oder haben sie ausländische Kontakte oder jemand kommt als Besuch von Ausland. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen bewegt sich gerade der Planet Saturn und hat einen Einfluss von Mond und auch von diesem Mondknoten. Also das heißt, die Steinbockgeborenen haben auch karmische Themen und karmische Lernaufgaben. Viele Steinbockgeborenen trifft es die berufliche Situation, weil sie suchen ihren wahren Berufung. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sollen im inneren Gleichgewicht bleiben, weil daran liegt auch gerade die Kraft. Und für die Wassermanngeborenen, vorausgesetzt ist, dass sie die inneren Gleichgewicht haben, verbessern sich etwas beruflich, auch in die Freundeskreis, Bekanntenkreis, aber auch in die Liebe, Partnerschaft. Und wir dürfen nicht vergessen, hier in Tierkreiszeichen Wassermann befindet sich die absteigende Mondknoten, die alte Karma. Und diese Bewegung, diese Mondbewegung aktiviert nicht nur die neue karmischen Lernaufgaben, sondern gleichzeitig aktiviert auch die alten Karma. Und das spüren sie auch die Wassermanngeborenen, karmischen Erinnerungen. Oder sie suchen ihren wahren Berufung, weil das haben in früheren Leben schon gemacht. Also da sind sie Meister und das möchten sie gerade verwirklichen. Oder in die Liebe Partnerschaft, karmischen Begegnungen von früher. Natürlich, das ist bei vielen Wassermanngeborenen zurzeit möglich, aber nicht nur die Wassermanngeborenen, sondern auch die, wo Wassermann-Aszendent haben oder die karmischen Knoten Löwe-Wassermann haben. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist ein Aufstieg, aber auch ein Heilprozess. Aber dass das alles sichtbar wird und zum Erfolg führt, brauchen die Fischengeborenen gerade auch die Ruhe, die Rückzug oder Meditation. Und da finden sie zu sich selbst. Und da finden sie auch die Ruhe und auch die Kraft. Und dann kommt etwas in Bewegung, weil das befreit die Fischengeborenen, das heilt die Fischengeborenen und damit haben sie auch die Kraft, etwas zu verbessern. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.